Willkommen zum Fliegenpilz-Podcast Mama Muscaria. Hier hörst du Erfahrungsberichte von Fliegenpilz-Mikrodosierern und aktuelle News rund ums Thema Fliegenpilz. Das ist der Podcast zum Buch Master Guide für die Fliegenpilz-Mikrodosierung. Ein natürlicher Weg gegen Depressionen, Süchte, Angst und Schlafstörungen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und mehr über diesen unglaublichen, magischen, heilenden Glückspilz erfahren möchtest. Besuch uns auf unserer Webseite mamamuscaria.com für weitere Fliegenpilz-Infos. Und jetzt gibt's Fliegenpilze auf die Ohren. Diese Folge ist ein übersetzter Erfahrungsbericht von Shannon aus Amerika. Viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank, Shannon, dass du heute für das Interview dabei bist. Ich bin so aufgeregt, nachdem du dieses Video darüber gemacht hast, Amanita Muscaria, und dann mein Buch vorgestellt hast. Ich war so begeistert, das zu sehen, danke dir vielmals dafür, und jetzt bin ich so glücklich, mit dir zu sprechen und freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Bitte stell dich uns vor. Mira, ich schätze es wirklich. Also, ich bin Shannon, und ich bin sehr gesegnet, dich zu haben. Ich hatte Amanita Muscaria in mein Leben, und ich wollte nichts lösen. Ich habe nicht wirklich danach gesucht, was ich alles verbessern kann. Ich glaubte nur an eine weitere Gelegenheit mit einem unglaublichen Pflanzenlehrer und einem unglaublich weisen Kommunikator. Ich hatte davon gehört, ich war gerade auf dem Psilocybin-Weg des Mikrodosierens, und ich habe eine Affinität zu Psilocybin. Also dachte ich, warum nicht Amanita ausprobieren? Nur Mikrodosierung, aber innerhalb etwa 3 Tagen später bemerkte ich einen großen Unterschied, und ich dachte, dass ich das erschaffe, weil ich das glauben will. Es wird große Veränderungen geben, aber es war wirklich nicht so. Ich hatte Empfindungsschmerz in meinem Bein von einer alten Yoga-Verletzung, und das hat einfach aufgehört, und andere Entzündungen, die ich im Rücken hatte, haben einfach völlig aufgehört. Und ich bin sowieso einigermaßen gesund, ich treibe ziemlich viel Sport, aber für diese Dinge war ich es gewohnt, in meinem Körper das Gefühl zu haben. Sie dann einfach wegzuhaben, ich dachte, wow, das ist etwas. Und weil ich mich einfach isoliert hatte beim Amanita nehmen, wusste ich, dass es das war, und dann, als mir der Vorrat ausging und ich umzog und nicht in der Lage gewesen bin, verschiedene Dinge hierher zu schicken, fiel mir auf, dass innerhalb von 3 Tagen nach Absetzen der Amanita, diese Schmerzen waren wieder da, also weiß ich auch, dass es speziell sie waren. Und auch wie Baba Masha und Amanita Träumer viel über die Vorteile reden, nicht nur im Körper, sondern auch außerhalb vom Stoppen leichter Schmerzen und so weiter, war wahrscheinlich meine Meditation das nächstunglaublichste, was passiert ist. Weißt du, dass ich vielleicht einmal meditiere oder 2-mal am Tag, aber mit der Amanita war es nicht nur eine mentale Hygiene, so wie du dir deine Zähne putzt aus Hygiene. Das dient lediglich der geistigen Hygiene. Aber ich konnte es kaum erwarten, loszulegen mit der Meditation mit Amanita, und ich bekam Downloads, ich bekam Informationen, und irgendwann sind sie es, sie sprechen mit dir. Es war fast, als ob ich eine klare Diskussion haben könnte, und es waren nicht gerade Worte, es war nur ein Impressum der übermittelten Informationen psychisch, aber für mich selbst, wo ich das Gefühl hatte, dass ich wusste, was dieser Lehrer zu mir sagte. Und eines Tages, wie ich erinnere mich genau, dass ich darüber geschrieben habe in meinem Tagebuch, weil es so beeindruckend war, es war so, dass dieser großartige Pilz oder das Licht hinter dem großartigen Pilz goldenes Licht mich zur Kenntnis genommen hatte, und es war wie ein Willkommen im Unterricht, und ich dachte, oh mein Gott, es ist mir eine Ehre, hier zu sein, und laden Sie einfach herunter Informationen oder einfach nur eine Frage stellen. Weißt du, wir alle, wir sind Menschen, wir kämpfen mit menschlichen Problemen in unserem Leben, und die Antwort sofort parat zu haben, als ich fragte, wenn ich vorhatte zu erfahren, wie man sich überwindet oder etwas versteht oder Mitleid mit etwas zu haben, die Informationen kamen in mein Herzzentrum, und es war die beste Information, die es gab, ich habe danach gefragt, und es war einfach und es war liebevoll, also weiß ich, dass das irgendwie so eine Art kanalisierte Information war. Und ansonsten einfach das besser schlafen und einschlafen können in einen längeren, tieferen Schlaf, das ist etwas, womit ich die meiste Zeit meines Lebens zu kämpfen hatte, und dann tatsächlich aufzuwachen und es ist, als wären so viele Stunden vergangen, das ist für mich unglaublich, etwas, das ich sehr geschätzt habe an dem Amanita. Und noch eine coole Sache war Appetitunterdrückung. Normalerweise, weißt du, als ich das erste Mal in Amerika war und zum ersten Mal die Amanita
probiert habe, und dort weißt du, es gibt so viele Geschmacksrichtungen beim Essen und alles, und vieles davon ist chemisch und vieles mehr ist eine Fälschung, aber dein Gehirn ist immer noch wie das eines Kindes, so, oh, diesen Geschmack probieren, und du möchtest vielleicht Dinge essen nur wegen der bunten Verpackung, aber die Art und Weise, wie die Amanita irgendwie mit mir gesprochen haben, willst du das wirklich oder willst du es nur, weil es ist da, willst du es nur, weil es gut aussieht oder gut riecht oder so? Willst du, will dein Körper das wirklich essen und fühlt es sich tatsächlich wie Essen an? Für deinen Körper? Es hat es mich dazu ermutigt, eine gute, kraftvolle Entscheidung darüber zu treffen, was ich konsumiert habe, und das war etwas, das mir wirklich aufgefallen ist, was vorher nie meine Stärke war, weißt du. Also die andere Sache, die ich tat, war, ich organisierte alles, wie ich es wollte. Das nur, um dir zu sagen, ich weiß zu erkennen, was ich nicht habe als normale Charaktereigenschaft. Oder organisieren, wie ich nur konnte. Ich wollte alle unsere Klamotten falten, ich mag sie auf eine bestimmte Art und Weise gefaltet und dass sie alle schön aussehen, und ich habe sie farblich abgestimmt. Ich habe die Kleidung meines Partners gefaltet, alles, ich habe unsere Bücher organisiert, und ich weiß, wie gut ich organisiert mein Mützel ist. Und ich kenne es sogar in Japan, das Tokyota-Zugsystem, das sie gebaut haben. Sie siedelten Myzelien unter der Erde an, und die waren tatsächlich smarter als jahrelange Ingenieursarbeit. Sie gaben vor, wo die Spuren verlaufen sollten, denn dort, wo Myzelien gefunden wurden, war der effizienteste Weg. Also dann modellierten sie ihren Zugweg, also die Gleise, auf dem Myzelienpfad. Also so habe ich es irgendwie auch bemerkt, das war etwas, das passierte in meinem Gehirn, dass ich das einfach haben wollte, Effizienz und Organisation und Dinge, die ich normalerweise aufschieben würde. Ich habe mich einfach dazu entschlossen, nein, erledige das jetzt, bevor du etwas anderes tust, und ich konnte fühlen, es dreht sich aktiv etwas. Von normalerweise würde ich das später tun, zu nein, mach es jetzt, und es hat funktioniert, und es war wirklich cool, das so zu sehen. Es gibt noch so viel mehr, aber ja, es ist absolut eine unglaubliche Medizin, unglaublich. Und in vielen Videos spreche ich davon auch ungefähr so. Es ist, als würde der Pilz reden mit dir. Und später, als ich das gesehen habe in den Videos, als ich sie schneide, denke ich, mein Gott, was denken die Leute eigentlich, wenn ich sowas sage? Weil du weißt, so ist es wirklich, deine innere Stimme wird immer lauter. Weißt du, als würdest du sie ständig unterdrücken, und ich hatte auch eine Freundin, die mich fragte, weil sie sehr neugierig ist, aber sie hat viele Fragen, bevor sie jemals so etwas probieren würde, wenn sie es überhaupt jemals tun würde. Aber sie dachte, also die fragte mich, ob es so ist, erstmal wird man süchtig danach und dann? Und dann war das Zweite, was, willst du nicht mal runterfahren, manchmal, wenn dieser Pilz dich dazu bringt, produktiv und motiviert, alles zu tun, und du produzierst nur und produzierst und tust, ist das nicht, als würdest du einfach nur die sozialen Normen erfüllen, wo du einfach etwas tun musst, um jemand zu sein? Was würdest du dazu sagen? Das ist eine interessante Frage, überhaupt nicht, weil ich denke, und ich liebe das, weil ich habe im Leben erlebt, wie in einem Unternehmensjob, in dem ich in der Matrix war, wie wir das ja manchmal nennen, die 9-5 Jobs, aber trotzdem habe ich ungefähr 60 Stunden gearbeitet, vielleicht mehr als das. Ich bin nach Hause gekommen und nochmal 4 oder 5 Stunden gearbeitet und nicht richtig gegessen und musste da einfach durch. Und unsere damalige Mentalität hieß sich schinden, härter, schneller und länger arbeiten als alle anderen und du wirst Erfolg haben. Und während und das viele tolle Lektionen gab, war es ein Weg, um zu erkennen, dass es nicht das ist, was wir wirklich tun sollten oder wer wir wirklich sein sollten. Das nachzuahmen ist wunderbar und es hat seine Vorteile, aber nein, ich glaube, wir vergessen manchmal, dass wir Natur sind, und Natur hat eine Wirksamkeit, die einfach nur göttlich hochorganisiert ist, wie wir in unserem Innersten auch wissen. Alle unsere Systeme, das endokrine System, arbeitet mit dem Verdauungssystem, arbeitet mit der Muskulatur, mit dem Skelettsystem. Alle diese Systeme arbeiten in Harmonie, ohne dass wir uns Gedanken darüber machen, weißt du? Also denke ich, wenn wir der Natur erlauben, einfach zu uns zurückzukehren, einfach Natur zu sein, statt darüber nachzudenken, was soll ich tun? Wer bin ich? Wer sollte ich wohl so sein? Ihr wisst schon, all diese Fragen, die eine Lücke schaffen zwischen dem, der wir wirklich sind, anstatt einfach zu sein.
Ich denke einfach, dass diese Medizin erlaubt, einfach mehr wir selbst zu sein, weil wir eine Orientierung haben möchten von dem, was wir tun wollen, und die kreativen Aspekte bei Amanita und auch Psilocybin und in gewissem Maße auch das Mischen mit anderer pflanzlicher Medizin, du wirst aufgerufen, kreativ zu sein. Ich selbst also, wenn ich viel Zeit investiere und Anstrengung für etwas, das ich gerne mache, wie Podcasting-Aufzeichnung, Lesen, Schreiben, brauche ich keinen Ansporn wie für etwas, das ich nicht tun möchte. Es ist eine Erlaubnis, dass ich mir erlaube, wer ich bin zu sein und das durchzukommen zu lassen, und ich denke, das ist der beste Weg, sie zu nutzen, diese Heilpflanzen, und als Werkzeuge, weißt du? Ja, absolut. Und ich habe auch viel über diese Frage nachgedacht, weil ich absolut für Entschleunigung bin. Ich lege mich hin und mache eine Pause. Weißt du, ich lebe in einer Hippiestadt hier, aber ich liebe es, die Dinge zu tun, die ich liebe, dies und das zu tun, aber ich habe auch das Gefühl, dass es der Pilz ist, weil da diese Stimme ist. Dein Kopf wird stärker, das hilft mir Grenzen zu setzen, dass ich nicht tue, was ich nicht tun möchte oder nicht an den Ort gehen, an den ich nicht gehen möchte oder nur deshalb, weil ich mich dazu verpflichtet fühle, etwas, das man für jemand anderen tut, um ihn glücklich zu machen oder was auch immer. Ich habe die Kraft, in diesem Teil Grenzen zu setzen, und deshalb habe ich das Gefühl, dass es nicht so ist, dass ich mich dadurch überarbeite oder so etwas in der Artikel. So ist es eigentlich, ja, ich bin produktiver, aber für mich. Das macht das sehr viel Sinn, und ich glaube, ich hatte fast eine davon gehabt. Ich glaube, ich hatte eine dieser Antworten in einer Meditation, und es war sehr im Einklang mit dem, was du sagst, produktiv für dich. Und es kam wirklich nur darauf an, dass man sich selbst trainieren kann, als ob der Pilz mit mir gesprochen hätte, als ob du dir beibringen kannst, zu fühlen, was dein Bauchgefühl sagt, was du wirklich willst. Und es hat viel mit der größeren Auswahl an Speisen zu tun und Aktivitätsoptionen, Vitaminoptionen, aber auch mit dem, was für dich am effektivsten ist. Du bist angepasst und so viele Empathen, ich denke, das trifft auf viele Menschen zu, dass sie sich dafür entscheiden, die Dinge anderer Menschen zu spüren. Es kann dich verwirren, zu erkennen, was du willst oder zu wissen, was andere wollen für ihr Glück. Also denke ich, dass es wieder sehr wichtig, dass dies organisierte Strukturen sind. Dann weißt du, wie man seine Organisation überträgt, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu haben. Das geht damit einher, ob du auch am besten deinem göttlichen Zweck dienst, indem du X, Y und Z abseits deines Weges tust, oder ob du am besten deinem göttlichen Zweck dienst, indem du, wir nennen es, selbst bist. Aber es ist nicht egoistisch, so zu sein, du bist authentisch geboren, wie du weißt, und was du tun sollst und haben sollst, und dass du helfen kannst anderen Leute, die auf deinem Weg sind. Also ja, die Frage gefällt mir auch sehr gut. Aber ja, ich denke viel darüber nach. Ich lag neulich im Bett, ich hatte auch den Pilz vorher genommen und ich war gerade dabei einzuschlafen und ich hatte so eine Vision. Das liegt daran, dass ich diesen Pilz in mir habe, dass ich vernetzter bin, wie die Myzelien. Ja, ja, dass ich mehr verbunden bin mit allem und jedem. Denn wir alle sind eigentlich gleich und wir sind auch alle eins, das war mir wirklich klar im Kopf dann und mir auch gefällt, dass wir alle mehr aufeinander achten sollten und verständnisvoll füreinander sein, denn am Ende sind wir alle gleich. Es war wirklich super klar in meinem Kopf und es war wie eine wunderbare Vision, weißt du? Dass wir ja alle hierin eigentlich auch ein Teil eines großen Ganzen sind. Das ist auch ein Grund, warum ich es in die Welt hinaustragen möchte. Ich möchte das wirklich teilen, weil ich fühle, das ist so wichtig, dass wir mehr mit uns selbst verbunden sind und mit anderen Menschen, dass wir den Kreis wieder schließen. Weil wir im Moment immer mehr auseinanderdriften. Ja, und es gibt so viel zu sagen, wenn man etwas gelernt hat oder weiß über Menschen. Dann sollte man sich Fantastis Fungi auf Netflix ansehen. Selbst zu erkennen, die Pfade von Myzelien und ein Baum hier braucht die Energie von einem Baum da und über das Netzwerk, es ist nämlich nicht nur das Wurzelwerk, sondern durch das Myzel, dass sie verbunden sind. Es ist lebendig, weil dieser hier es teilt und dann wird der Nächste das auch tun. Und das Gleiche gilt für andere, wenn es nötig ist und wir nehmen alle die gleichen Dinge auf. Ich glaube, du weißt, dass es manchmal eine Menge zu verarbeiten ist, aber ich denke, es muss sein. Zoom einfach weiter heraus und noch weiter, bis du ganz genau erkennst, wir sind alle eins, als gäbe es wirklich nur einen von uns und wir sind nur Quellenergie und das als deine Quellenergie ist Mira und meine Quellenergie ist Shannon und das ist die Quellenergie meines Laptops.
und diese Quellenergie ist. Aber weißt du, es ist alles nur der Wunsch, eine andere Erfahrung zu haben, es ist alles einfach eine andere Perspektive haben zu wollen. Ich denke, das ist der Grund, warum ich so gerne darüber rede, über die Perspektiven der Menschen, dass wir alle noch eins sind, aber wir mussten uns teilen in eine Wahrnehmung anderer, damit wir uns selbst sehen konnten. Da muss etwas sein, in dem man sich wiederfinden kann, um herauszufinden, welche Eigenschaften man hat, wie Licht in der Dunkelheit führt, dass einer von ihnen kann nicht existieren ohne das andere. Also ich liebe das an uns, alles hängt mit dieser göttlichen Dichotomie zusammen, geteilt zu wirken, nur um es zu wissen, du bist du selbst, es ist faszinierend, ist es absolut. Ich bin total verliebt in diesen Pilz. Wirklich, ich meine, ich habe ein Buch darüber geschrieben, richtig? Ja, und kennst du irgendwelche Freunde um dich herum, die auch den Pilz nehmen beziehungsweise wenn du darüber sprichst, wie sind da deine Erfahrungen? Ja, also weil wir schon eine Weile unterwegs sind, sind wir nicht so wirklich an einem Ort verankert. Da sind diese Freunde und dort jene Freunde, aber wenn ich meine gesehen habe, also Freunde von vor 2 Jahren, sie sind gekommen, um uns zu besuchen, oder wir haben zusammengearbeitet, dann spreche ich über Pilze und sie sind so, wie du liebst wirklich Pilze. Und ich dann so, du wirst auch wirklich Pilze lieben, wenn du sie versuchst, weißt du? Also die sind wirklich, ich glaube daran, dass sie aus mir heraussprechen. Wenn du weißt, welche Vorteile sie haben und wie sie wirken. Du hast das Gefühl, dass nicht ich es bin, die begeistert ist, über sie zu sprechen. Ich glaube, dass sie es sind, die begeistert sind, über sich selbst zu sprechen, durch mich und durch dich. Und als ihre Vehikel treffen auch wir immer wieder auf Menschen, die das gleiche Gefühl haben, weil sie es wissen. Und ich habe diese Art Sprichwort darüber, du weißt nicht, bis du weißt, und wenn du weißt, denkst du, oh, natürlich möchte ich darüber sprechen, es ist unglaublich. Und jemand, den ich kürzlich interviewt habe von Amanita Warriors, bekommt tatsächlich, also er hat eine sehr reine Tinktur und er hat gerade eine Einigung erzielt mit einem nicht-pharmazeutischen Unternehmen, so dass es nicht manipulieren wird, es wird ausschließlich seine Formel sein und sie werden in der Lage sein, den Fliegenpilz in einer kleineren Form wie Tabletten zu verkaufen, wo die Leute es viel einfacher bekommen können, als zu versuchen, online zu gehen und selbst herauszufinden, wo sie es beziehen können, ZB aus Russland und Tschechien und skandinavischen Ländern und so. Aber mit so jemandem zu reden, er ist wahrscheinlich der weltweit führende Experte zu Amanita und er weiß, dass sie es sind, die durch ihn sprechen. Ja, das ist so wie ich bin ihr jetzt ihr Kanal. Ich bin ein Sprachrohr für sie, um ihre Botschaft zu teilen. Ich freue mich, das Gleiche zu tun und ich bin froh, dass du das Gleiche tust und das erklärt auch unsere Verbindung. Absolut, wir kämpfen für das Gleiche und für alle, weißt du? Und ich glaube, das wird etwas, worüber die Leute noch lange reden werden und es wird immer bekannter, weil ich es fühle, jeden Tag. Leute kaufen das Buch, sie sind interessiert. Und dann, oh okay, vielleicht sollte ich es auch versuchen und dann reden sie mit anderen darüber. Ich glaube, es verbreitet sich, das Wort und es ist legal, ja es ist legal. Es verbreitet sich wie Myzelien. Ja, es ist legal. Es verbreitet sich wie Myzelien und ist legal, als es ist quasi überall legal, es ist ein legaler Pilz und es gibt einfach so ein Stigma, das er hat. Das ist die Gefahr der Ibotensäure und wenn du nicht dekarboxylierst. Und das war wirklich eine Angst, die dort fälschlicherweise eingebettet wurde aus den falschen Gründen. Es ist dasselbe wie als ob man rohes Fleisch essen würde. Also bereite es einfach auf die richtige Art und Weise zu und es ist ein Geschenk, es ist Nahrung und es ist doch nicht so schwer, es einfach mal zu versuchen. Probiere ein bisschen eine Mikrodosis aus, mikrodosieren und dann kann man langsam aufbauen von da an. Ich kann es kaum erwarten, es wieder zu haben, zurück in meinen Körper. Nochmals ja. Weißt du etwas, weil ich habe heute gerade wieder eine Frage bekommen bezüglich mehr Langzeitstudien. Studien gibt es nicht wirklich. Langzeitstudien, richtig? Nein, Baba Masha ist wahrscheinlich die meist akkreditiert für Langzeitstudien und alle wenden sich ihr zu deswegen und ich denke auch alles andere wurde unterdrückt oder verbrannt oder so weißt du. Denn es gibt ihn ja schon seit Hunderten von Jahren, Tausende von Jahren oder so lange wir wissen, also denke ich nicht. Nein, ich denke nicht. Sie wollen deshalb mehr Studien machen, denn es ist so wirkungsvoll, dass es uns von der Pharmaindustrie wegbringen könnte, welche ja boomt, weißt du. Also ja, was würdest du tun es, wenn du Menschen hast, die nicht mehr ängstlich sind und ihre Kraft, Energiemacht erkennen, das ist eine gefährliche Sache. Das ist richtig, aber oh, wir sind hier,
Jetzt sind wir draußen aus der Matrix und wir sind auf dem Mützel mit dem Pilz. Alles klar, Shannon, ich liebe es, mit dir zu reden und ich danke dir so sehr für deine Zeit und ja, lass uns gemeinsam auf diese Reise gehen und gern. Mach weiter so, vielen Dank. Mira, ich werde dich wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen sehen, aber ich freue mich darauf. Lass uns unbedingt in Kontakt zu bleiben und hab einen wunderbaren Tag. Danke, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Thank you so much, Shannon.